Unten im Mittleren Osten vollzieht sich ein furchtbares Blutbad jeden Tag. Ich habe das immer kommen gesehen und bin sehr traurig darüber, dass es gekommen ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch an die Zeit, in der ich mich um diese Dinge gekümmert habe, als einziger Regierungschef in Europa und gewarnt habe davor, dass das kommen wird. Dort auch in den Wirtshäusern und dann bei den Stammtischen geheißen: Was macht der kreisge Olawei bei den Palästinenser? Natürlich, weil ich der Meinung bin, dass die ein Recht zur Existenz haben, ein Recht auf ihr Leben haben und dass man ihr Land ihnen nicht wegnehmen darf. Und dass es vor allem die Israelis nicht dürfen. Sie müssen eine Lösung finden, wie zwei Staaten nebeneinander existieren können. Der israelische... Dafür habe ich jahrzehntelang gekämpft und wurde vom Führer der Opposition, wie heißt er nur, bekämpft, beschimpft, eine unrichtige Politik zu vertreten. Ich erspare mir Namen, ich habe bis jetzt noch keine Namen genannt. Ja, aber weiß ja jeder, wenn ich meine. Das selbstverständlich muss gar nicht gesagt werden. Ich habe gemeint, dass wenn das unten unabsehbare Konsequenzen hat und wenn einmal die Menschen dort von einem religiösen Fanatismus, also das nennt man heutzutage Fundamentalismus, erfasst werden, dann stehen sie vor der Aqsa-Moschee in Jerusalem, so wie sie vor der Polizei und der Armee des Schah von Persien gestanden sind und lassen sich niederschießen, weil ihre Religion ihnen sagt, je früher ich dort bin, desto früher bin ich im Paradies, im Land der Wohlgerüche, und eine Sterbesehnsucht, eine Todessehnsucht erfasst sie. Und das ist dann ganz gefährlich. Ich kann mich erinnern, wie mir im finnischen Bürgerkrieg, im ersten, Soldaten oft in den Militärzügen an die Front am Ladogasee gesagt haben: Es ist nicht schwer, gegen die Russen, die anstürmenden Russen aus der Leningrader Garnison zu kämpfen, die ungewohnt sind, die gehen über, marschieren über den zugefrorenen Ladogasee. Für ihn ist eines am schwersten: Wenn die Toten dort liegen, die von den Salven getroffen wurden, und wenn sie schreien und dann wimmern und dann still werden, wenn es dann still wird am Ladogasee, dann ist das das Ärgste, was sie empfinden, sagte mir ein finnischer Offizier. Und ich glaube, dass das dasselbe war in Teheran. Wie die Soldaten des Schah gespürt haben und gesehen haben, dass die Menschen dort unbeweglich stehen und von ihren Salven nicht auseinandergetrieben und zur Flucht getrieben werden, dann haben sie aufgehört zu kämpfen. Und der Schah musste weggehen. Und wenn die Menschen in Israel, in Jerusalem, vom Fundamentalismus erfasst werden, weil sie in der Verzweiflung anders an Gott glauben, als wie sie jetzt glauben, ja, und dort stehen, dann wird dasselbe den israelischen Soldaten passieren. Das ist das, was jetzt als nächstes kommen wird. Da hat unlängst einer in einer großen amerikanischen Zeitschrift gesagt: Ja, wenn die israelischen Politiker, die israelische Regierung nicht in der Lage ist, diese Probleme zu lösen, dann soll sie nicht verlangen, dass die jungen israelischen Soldaten sie für sie lösen. Man braucht eine neue Politik. Und wieder sehen Sie, liebe Genossinnen und Genossen, wohin eine falsche Politik führt. Ich kenne die Araber gut und ich kenne die Palästinenser gut und ich bin mit ihnen in Kontakt gewesen, erst zuletzt am letzten Sonntag, also vor einer Woche in London. Ich war und im Telefon mit Arafat. Ich weiß, dass man jetzt
wenn man nur will, eine Lösung finden kann. Nun muss man bereit sein, sich an den Tisch zu setzen. Und dazu ist die gegenwärtige israelische Regierung nicht bereit. Und das Weltgewissen muss jedenfalls sich melden, wenn es schon so spät erwacht, wie es gegenwärtig der Fall ist. Aber jetzt ist es erwacht und man soll es nicht unterschätzen. Auch ein kleiner Staat, der sich benimmt wie ein Kreuzfahrerstaat, ja, der wird dafür zahlen müssen. Und je früher die Menschen in Israel erkennen, wie es dringend an der Zeit ist, sich hinzusetzen und diesen täglichen Mord, mag sein, sie schmeißen Steine, ja, was haben sie denn anders als Steine? Warum sollen sie nicht Steine schmeißen, sage ich ganz offen, wenn man sie zu Knechten seit Jahren macht. Die Gescheiten müssen die sein, die Waffen haben. Jetzt ist die Zeit. Und es kann oft passieren, dass man sich in einer Frage bis an die Spitze hin bewegt in den Gegensätzen und plötzlich kommt dann der Augenblick, wo die Leute vernünftig werden. Wir haben es erlebt, Sie werden es erleben, ich sage Ihnen das heute. Viele haben es erlebt. Und so habe ich das dritte Problem hier nur angedeutet, für das ich ein Leben lang, im letzten Teil meines Lebens besonders gekämpft habe. Für die Gerechtigkeit und den Frieden unter den Menschen, denn die Waffen bringen nur erneutes Unglück immer, immer und immer wieder.